Dus Mitko, wij gaan nu Tartuffe van Molière in een eigenzinnige bewerking van jou in onze grote zaal presenteren. Wanneer heb je Tartuffe voor het eerst gezien of gelezen? Gelezen heb ik niet, maar ik heb het gezien. Dat was 1964 of 1965. Dat was die tweede arbeid die ik van Benno Besson gezien heb in Deutsches Theater. Die Inszenierung, die ich gesehen habe, hat mich sehr beeindruckt damals. Aber ich habe auch anderen Arbeiten an Tartuffe gesehen von Roger Planchon. Mich hat dieser Stoff sehr interessiert seit 1964. Dann heeft het eigenlijk 40 jaar geduurd voor je Tartuffe voor de eerste keer geïnsceneerd hebt. Dat was eigenlijk vlak voor de grote financiële crisis in Europa. En nu ga je dat een tweede keer doen. In jouw interpretatie van het materiaal, betekent dat iets omdat dat die financiële crisis zich nu heeft voorgedaan? Schept het een ander klimaat om dat stuk te interpreteren? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Also, ik meine, we zijn andauernd in crisis. Ob jetzt die griechische Krise ist oder die Euro-Krise, das ist nicht ausschlaggebend. Wenn ich sage, mich beschäftigt ein Stoff, der bewegt sich nicht auf die Oberfläche von heutigen Ereignissen, sondern also er hat eine Tiefe und da versuche ich zu greifen in der Tiefe. Und das ist auch für heute etwas, ja, Gültigkeit hat oder aktuell ist. Das ergibt sich einfach aus dieser andauernden Krise. Also die Krise in der Familie von Tartuffe oder in der Familie von Orgon oder selbst Orgon ist seit 400 Jahren in einer Krise sozusagen. Ja. Also ja, das ist nicht jetzt etwas Plakatives, was wir versuchen. Ja. Diese Version von Tartuffe ist eine Bewerkung von dem Material von Molière. Das Stück von Molière wird aus elkaar geholt und werden andere Texte zugefügt. Heiner Müller spielt eine sehr wichtige Rolle für dich. Auf jeden Fall, also bringe ich Texte, montiere ich Texte von Müller in Molière. Weil das einer der wenigen Autoren ist, der Müller, der eben so präzise eine Epoche oder eine Gesellschaftsordnung oder es ist eine geballte Energie. Und natürlich ist es auch meine persönliche Beziehung und ich schöpfe, seit ich Theater mache, also von Müller natürlich nicht nur. Aber für mich ist das ein so absoluter vibrierender Punkt. Es ist eine bewusste Keuze gewesen von jou, um mit Intelligent, mit den Akteuren von Intelligent samenzuwerken. Es sind auch Akteure von Tony Hawk Amsterdam beigekommen. Verwacht je iets anders van onze acteurs hier in het Nederlands taalgebied dan wat je in Duitsland met acteurs bereikt? Ja, merkt er niet. Also, ik kan ja dat zeigen. Ik ben een glücklicher Mensch. Ich kenne ja die Schauspieler von. Also, wenn es ein Ereignis gibt in Deutschland für mich. Nicht nur eine, aber eine der Ereignisse, das ist die Begegnung mit Gaukler von Belgien, Holland, Flandern oder wie nennt sich das Ganze hier so. Ich kenne die Arbeiten von Johann Simons schon sehr lange, von Luc Percival. Und für mich ist jede, so in diese 10, 15 Jahren, finde ich, die Bereicherung der Theaterkultur in Deutschland passiert größtenteils durch diese Begegnung mit Schauspielern und Regisseuren, die aus diesem Raum kommen. Alain Platel auch.
Für mich ist es eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht, und das macht mich glücklich, das fordert mich auch sehr. Ich finde, nicht nur von der konzeptionelle und ästhetische Ereignisse, die Aufführung, die ich gesehen habe, so belgische oder holländische, sondern die Begegnung mit dem Fleisch von belgischen und holländischen Schauspielern. Das ist etwas, es ist eine, ich sag mal, eine Ader an der Erde auch. Also, und das zu begegnen, damit zu arbeiten, finde ich, also bin ich einfach glücklich. Ja.